Ihre leckere Erbsensuppe muss Jani heute im Dunkeln kochen. Schon wieder Stromausfall in der Favela Mangera. Ohne unser Kameralicht wäre es noch dunkler. Nach einer halben Stunde ist der Strom überraschend schnell wieder da. Am Abend der Olympia-Abschlussfeier im Maracaná-Stadion. Aus ihrem Fenster blickt die Familie auf die berühmte Arena. Olympia in Rio zum Greifen nah und doch ganz weit weg. Die große Party geht zu Ende und wir leben unser Leben halt weiter, wie es vorher war. Den Gewinn machen andere. Wir hier in der Favela haben gar nichts davon. Wer wissen will, ob Olympia in Rio ein Erfolg war, bekommt unterschiedliche Antworten von den Cariocas, den Einwohnern Rios. Je nachdem, wo man fragt. An der Praça Mauá zum Beispiel in Rios altem Hafenviertel war die Begeisterung groß während der Spiele. Früher schlängelte sich die Stadtautobahn durch das Viertel, ein trister und gefährlicher Ort. Die Brücke wurde gesprengt, alles neu und schön gemacht. Rio war streng bewacht während Olympia. Viele Cariocas quer durch die Schichten haben auch deshalb ihre eigene Stadt neu entdeckt. Doch was bleibt von den Spielen? Die Stimmung in der Stadt war sehr deprimierend, wegen der Probleme im Land und in der Politik. Die Atmosphäre in der Stadt hat sich verbessert durch die Ausländer und die Brasilianer, die hierher kamen. Als erstes bleibt die Hoffnung auf ein besseres Rio. Ein Rio, das in der Lage ist, alle möglichen Events zu organisieren. Und die Hoffnung auf ein Rio, das sicher und glücklicher ist. Zurück in der Favela Mangera. Auch rund um das Maracanã gab es ein paar Veränderungen. Jani glaubt aber nicht daran, dass sie lange sichtbar sind. Die haben viele Bauarbeiten gemacht auf den Straßen, haben Bäume gepflanzt, damit alles schön aussieht. In 2 Monaten ist aber alles wieder wie vorher. Es waren die ersten Spiele in Südamerika.